Hallo Leute, willkommen wieder zurück zu Let's Play Assassin's Creed Revelations. Ja, und wir machen jetzt gleich zu Anfang die Meister-Assassinen-Mission. Dass wir die mal wieder weg haben und dass wir einen Meister-Assassinen mehr haben. Wir haben hier ganz am Anfang einen bekommen, oder was ja eigentlich bekommen, der hat ja keine richtige Ausbildung gehabt, aber naja. Ist halt ein Profi und irgendwie habe ich hier noch keinen Assassinen zugeteilt anscheinend. Ups. Ich werde eine Frau nehmen, aber ich weiß nicht welche. Ich habe nur zwei zur Auswahl. Ich nehme dann diese da. Jo. Okay, die ist aber noch nicht da. Da müssen wir hier nochmal kurz interagieren. Und wieder raus. Und, wups. Ach, da ist sie ja auch schon. Dann reden wir mal. Ah, der Visier, wenn ich es richtig ausspreche. Visier oder Versier? Weiß ich nicht. Mentor, es heißt, ihr hättet noch den Elan und die Stärke eines 20-Jährigen. Ich halte mich in Form. Wie wäre es mit einem Rennen? Das wäre eine gute Übung. Fangt an und ich folge euch. Oh Gott, das will ein Rennen. Toll, oder? Ach, jetzt wäre ich hier beinahe wieder voll die Tatzen gefallen. Wo geht's denn jetzt lang? Achso, da vorne. Habe ich gar nicht gesehen von da hinten, ne? Okay, die joggt ja eigentlich nur ein bisschen. Da muss ich hier ein bisschen Power legen, hier natürlich. Ich muss drauflegen. Da die Leiter hoch. Was hat mir jetzt die. Ich wollte es gerade sagen, ey. Ach! Nee, doch nicht. Dieser Templer führt etwas im Schilde. Wir sollten ihm folgen. Auf ihn, Mamas. Oh, wir sollen ihm folgen, okay. Ja, ich weiß, ich hab grad total. Nicht zu nahe kommen, aber trotzdem verfolgen. Oh mein Gott. Ich hab's letztens noch gelesen. Gelbe Symbole. Nicht töten, nur verfolgen. Ja. Ich liebe es. Dieser Templer führt etwas im Schilde. Wir sollten ihm folgen. Ich lade jetzt einfach mal der Tusi hinterher. Ah, natürlich, die kann sich ja natürlich in der Weise hinter Gegenstände verstecken und ich nicht. Das fehlt aber noch bei Assassin's Creed irgendwie hinter Objekten verstecken. Muss ich sagen, das ist ehrlich noch diese kleine Knicke, wo fehlt. Nicht mal bücken kann man sich. Naja. Ja, was ist los? Na, jetzt läuft er nur entlang. Wo ist die andere? Ach, die nimmt den anderen Weg. Toll. Du siehst mich nicht. Ich bin hinter einem Baum. Ach, scheiße. So, jetzt so. Ich muss die Kurtisan... Kurtisan, nein. Nicht die Kurtisan, die... Die Dings da, ich glaube, ich muss doch zu der Tussi. Oh Mann. Was soll die Scheiße? Ich bin hier Meister Assassin, nicht sie. Lass die nicht entkommen. Ich halte sie. Taschendieb eliminieren. Oh Gott, nicht toll. Ich kriege dich noch. Du kleiner Dieb. Warte, kann ich auf den schießen? Nee, ich glaube nicht. Lass mal lieber, ich sehe gerade Fäuste einsetzen. Und. Wow! Das hat dich mal vor Streckung gebracht. Es muss dem Visier gehören, den er brauchte. Ihr kümmert euch um die Leiche. Ich bringe das Dokument zurück. Kümmer dich um die Leiche. Bring sie weg? Was folgst du? Ach Gott, vergiss es. Egal, dann laufen wir wieder zurück zu diesem einen Typ. Der ist ja wieder aus dem Multiplayer hinaus, also herausgenommen worden. Ich glaube, das gehört euch. Ah, ihr habt mir eine schwere Demütigung vor der Hohen Pforte erspart. Ab Dank, Effendim. Und das ist der Assassine, der euch heute beistand? Genießt den Rest eures Tages. Ja,
Damat Al-Hassar, wenn ich den Namen richtig ausspreche. Und was jetzt? Ah ja, stimmt. Wir machen ja eine weitere Hauptsequenz weiter. Nicht mehr Sophia Erinnerung und Altairs Vergangenheit sowas naht. Obwohl ich mit dem mal jetzt dann reden müsste. Aber lassen wir das mal. Jetzt wird das wieder einen hübschen Weg, oder? Ja, okay, so weit kann das doch gar nicht gewesen sein. Ich war doch in der Nähe. War doch irgendwo auf diesen komischen Markt. Muss das gewesen sein. Ich will hier durch. Muss doch hier irgendwo der Eingang sein. Ich glaube, da vorne ist er. Ja, da ist er. Ach, toll. Ah, kommst du nicht mal so hoch. Weg. Irgendwo da, ja, da vorne ist sie. Gut. Da kratze ich mich dann nochmal am Arm und geht gleich weiter. So, okay, da hockt einer schon. Gut. Dieser Teppich, unglaubliche Qualität. Eure Füße werden euch mehr lieben als euer Weib. Ich bin nicht verheiratet. Da seid ihr gut dran. Kommt, fühlt. Ihr habt heute viel verkauft. Ich habe überhaupt nichts verkauft. Die Janitscharen konfiszierten die meisten Teppiche, nur weil sie importiert waren. Kennt ihr Tarek Baletti, ihren Hauptmann? Er ist hier irgendwo ein arroganter Mann, aber... ihr beleidigt mich, Herr. Ich kann nicht weniger als 200 Aksche nehmen. Letzte Chance. Wenn ich ihn finde, frage ich ihn nach den Teppichen. Ihr seid ein sehr falscher Jabanche. Einigen wir uns auf 180. 180 Aksche und wir bleiben Freunde. Oh, den kann ich falschen anscheinend. Aber egal. Zwar mach mit Bomben ablenken. Wird doch mal gelacht. Gut, dann versuchen wir mal den so aufzuspüren. Hat der letztes Mal nicht so gut geklappt, fand ich. Hier. Ah ja, okay, da ist er lang gelaufen. Supergeist. Ja, ich sollte trotzdem sehen. Der Spur folgen. Ah, da hinten ist er. Da ist er. Ich hoffe, Selim kehrt bald in eine Stadt voller... Okay, ich versuche mich jetzt ein bisschen zu konzentrieren einfach mal, um diese Mission jetzt mal ein bisschen genauer zu schaffen oder auf Anhieb einfach mal. Na, ich bin ja da. Ich bin verstärkt. Okay, da gut, da kommt gleich eine Menschenmenge. Oder ist die Menschenmenge? Vier Leute, eine Menschenmenge natürlich. Gut, hoffentlich fängt der jetzt nicht die Wache ab. Aber die Wache fängt gleich die Leute ab. Nee, doch nicht. Ah, ist die meine. Nö, nö, nö. Lauf weiter. Es waren anstrengende Zeiten, aber ich beklage mich nicht. Die Arbeit ist hart, aber ehrlich. Genau. Gut, da sind wir letztes Mal mindestens ein, zwei Mal hängen geblieben, beziehungsweise ich. Und ich versuche jetzt einfach mal da jetzt das genau einzukriegen. Bitte Sie nach meinem Vater, mein... Von allen Errungenschaften Mehmeds halte ich inzwischen den Bazar für eine der besten. Wenn ihr hier nicht arbeitet, habt ihr hier nichts verloren. Räumt den Weg! Okay, nicht, das seht uns nicht mal, natürlich. Okay, letztes Mal hat es überhaupt nicht geklappt, aber jetzt auf einmal geht's. Ganz komisch. Gott schütze den Sultan. Und solange ich hinter dem bleibe, einfach mal. Ja, solange ich hinter ihm bleibe, sieht er mich nicht mal. Auch ganz lustig. Was letztes Mal überhaupt nicht richtig funktioniert hat.
Na, einfach mal ein bisschen relaxed hinterherlaufen. Warte mal, ich such nochmal hier meine Ablenkungsbomben. Rausholen. Und, warte mal. Vielleicht sehen es denn einige, habe ich noch gar nicht drauf angesprochen. Ich habe einmal Zeug geholt. Zeig ich gleich. Es ist ein wichtiges Treffen. Sorg dafür, dass niemand mir folgt. Ja, also ein wichtiges Treffen. Halt! Stadtwache! Oh, 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 oh. Nein, nein, nein! Wie zur Hölle? Das meine ich. Das meine ich. Hallo? Geht's noch? Klingelingeling. Ups. Das habe ich nie mehr. Oh Gott. Ich habe nicht gewusst, dass er da entlang läuft. Hätte ich das gewusst? Hätte ich keine Hektik brauchen machen können. Also, Scheiße. Haben. Müssen. Oh, hier. Bombe werfen. Hier entlang. Ich will nämlich nicht, dass die meine Weiber wegnehmen hier, die Roma. Eine Bombe? Nicht weit weg. Jetzt geht er aber auch dorthin, oder? Chiller hier. Ich glaub's wohl nicht. Nicht unter diesen Leuten hier. Ja, er guckt sich jetzt auch an. Ich hätte ein bisschen warten müssen, aber egal. Was willst denn du? Ich glaub's wohl nicht. Wo ist er denn? Da vorne. Ach, komm schon. Natürlich. Der muss doch irgendwo entlang laufen. Irgendwo muss er doch entlang. Ich muss ihn ihr folgen. Aber der Typ, läuft zickzack. Gut, warte, wo ist mein... Ja, okay, die Roma sind jetzt komplett verschwunden anscheinend. Verdammt. Und die Typen stellen sich bestimmt wieder davor. Als ich ein junger Mann war, gab es genau hier einen Bäcker, Tag frisches Zimt verkaufte. Jeden warte. Tag. An meinen freien Tagen kaufte ich oft zwei oder drei davon. Als ich sah, dass wieder mehr Pilger in die Einheit gut. Kommen, dachte ich mir sofort, pass auf, ich hätte groß, das war wirklich knapp groß. Gut. Muss ich irgendwas klauen von dem oder so? Also ehrlich gesagt, ich habe jetzt gerade überhaupt nicht aufgepasst auch. Also man läuft hier außen rum und so und der chillt irgendwo, weiß ich wo, entlang. Versucht zu kontern, ich glaub's wohl nicht. Das kann einem während der Mission passieren, dass irgendwelche Leute einen töten wollen. Hammerhart. Das Reich ist krank und bei Jesid. Ich glaube mal schneller. Gut, da sind wir schon mal so weit gekommen. Nö. Hier ist niemand. Ah, da lässt sich echt Zeit, Mann, der Typ. Oh, warte. Nein. Nichts da. Dreh dich einfach um und lauf weiter, weißt du? So ein Gespür wie der kann man doch nicht haben. Ah, ich habe nur noch eine Bombe. Eine habe ich. Komm. Du musst weit genug weglaufen, dass ich hier mühelos hier die Bombe werfen kann. Eine Bombe? Nicht eine Bombe? Nichts Bombe. Ja, da vorne. Gut. Ah, was laufst du wieder zurück? Was laufst du wieder zurück? Hey, ihr da! Stopp! In dieser Gruppe ist er nicht. Geh, mein Freund. Jetzt schau das sich auch noch an. Was ist das? Salam und Aleikum, Verteidiger des Glaubens. Ja, toll, jetzt habe ich zwei weniger. Die denn mal gar nicht. Wenn ich Pech habe, nimmt ihr jetzt auch noch mal welche.
Hoffentlich sind da hinten noch irgendwelche. Nö, nö, nö. Wieder umdrehen. Lauf ruhig weiter. Ah, dann warten wir einfach mal hier. Ein bisschen, lass mir Vorsprung. Bestimmt könnte ich ihn auch über die Dächer folgen, aber... Nee. Checkpoint! Jawoll. Ihr da, ich komme morgen wieder. Und wenn ihr bis dahin nicht all diesen ausländischen Unrat entsorgt habt, werde ich ihn persönlich konfiszieren und in den Bosporus werfen. Was zur Hölle, was willst denn du? Verschwinde. Gott sei Dank. Ha! Sieh mal einen an. Komm, nehmen wir mal mit. Man weiß doch nicht. Auf jeden Fall musste ich jetzt nicht mehr die Diebe einsetzen, das ist schon mal sehr gut. Nein, nicht die. Der da. Weglocken. Okay, jetzt sind wir schon mal da drin. Die rennt einfach ganz schön. Ups. Oh, wisst ihr was? Setzen wir nochmal die Assassinen ein. Der B. Oh mein Gott. Gut. Jetzt ein Run nach vorne. Das war wieder eine extrem lange Mission, muss ich sagen. Muss mir jetzt aber nicht hundertprozentig gefallen. Warnung. Entfernung vom Ziel. Nichts hier. Genau genug. Los. Zu nah vielleicht. Ohne irgendeine Deckung. Ah! Was sagt er? Manuel stimmt dem Treffen mit euch zu, Tarik. Er wartet am Tor des Arsenals. Ein eifriges altes Wiesel, nicht? Kommt. Oh, schwer, schwer. Oh, ist vorbei. Ja, endlich. Ich hab's geschafft. Jawohl. Und wo sind wir jetzt denn genau gelandet nach diesem komplexen Marsch? Ah, soweit doch nicht entfernt. Weil wir waren ja irgendwo da und dann irgendwo hier entlang gelaufen und einmal hier so entlang gelaufen und einmal waren wir dann da drüben und dann sind wir wieder hier gelandet. Schön, oder? Gut, dann schaue ich mal auf die Uhrzeit wieder und wir sind jetzt bei 18 Minuten, okay, nicht ganz 18 Minuten, aber na, gelandet. Und dann sehen wir uns natürlicherweise in der nächsten Folge wieder und erzähle so, was ich nenne, ich sag jetzt mal, was das nächste Mal geben wird. Nächstes Mal gibt es hoffentlich wieder eine Sophia-Erinnerung. Hoffe ich doch mal. Und ich habe nämlich ziemlich viele Bücher gesammelt, so AFK natürlicherweise. Nicht aufgenommen. Aber nichts Sinnvolles, es sind einfach nur Bücher zum freien Suchen gewesen und genauso diese Datenfragmente, was man da sammeln kann. Dann habe ich ja diese Ausrüstung gekauft. Ärmel auf zweite Stufe und hab die Montur in Massiv Weiß umgefärbt. Also solche Kleinigkeiten, wo überhaupt nicht wirklich wichtig sind, muss ich sagen, aber ja. Und ja, ich hab den Bogen, den feinen Bogen, jetzt wollte ich den feinen Bogen. Okay, jetzt habe ich die komplett eingesetzt, obwohl ich die gar nicht brauche. Die Armbrust habe ich geholt, wie ihr es jetzt sieht. Die ich jetzt aber nicht benutzen kann, leider. Aber egal, dann sehen wir uns natürlich wieder in der nächsten Folge von Assassin's Creed Revelations. Und ja, ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.